Anton, du solltest da besser auf mich warten. Ich muss von hier verschwinden, bevor die Tests enden. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Orizocht mit The Assembly. Ja, wir haben es ja eben schon so ein kleines bisschen... 1H, das muss doch hier irgendwo sein. 1H, ja, gucken wir gleich. Ja, wir haben es ja eben schon so ein bisschen wieder anklingen gehört. Wir wurden hier runtergeschickt von unserem Kollegen Anton. Anton Ruiz, der hat uns da angerufen letztens. In einer ja, etwas merkwürdigen Situation, dass er da wusste, dass wir da sind in diesem Raum, wo wir gerade versucht haben, diesen Code rauszufinden für den Transporter. Hat er irgendwie rausgefunden und hat uns da angerufen, dass wir hier runterkommen und ihn aufsuchen sollen. Naja, das werden wir jetzt mal machen. Und wir sollen offenbar in den Raum 1H gehen. Aha, wo sind wir? Wir sind hier. Okay. Das heißt einmal diesen Gang entlang, schätze ich mal, und dann rechts und... noch ein Stückchen weiter und dann wieder rechts. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns natürlich erstmal alle anderen Räume an, bevor wir dann den 1H aufsuchen. Oder? So, was haben wir denn hier so Schönes? Ah ja, Krankenhausbetten oder so. Ist das hier irgendwie die Krankenstation oder sowas? Was sagt er denn hier? Kryo, fest verriegelt. Kryo, okay. Cryogenics oder so. Stand das nicht auch irgendwo hier? Habe ich auch irgendwo gesehen oder gehört mal. Naja, okay. Dann werden hier Leute eingefroren oder wie habe ich mir das hier vorzustellen? Vielleicht müssen die sich dann erstmal so ein bisschen ausruhen da in ihrem Bettchen, ne? Während sie noch auftauen. Kann ja sein. Ja, okay, hier haben wir, ach ja, da haben wir Server, ne? Ein Server-Rack. So sieht das natürlich aus. Ne? Heutzutage, da hat ja alles auch RGB-Lighting und so. Ne? Ist ja klar, da muss alles möglichst blinken. Der Rest ist eigentlich relativ egal. So, was ist das hier für ein Office? Verschlossen. Das ist das Office verschlossen, ich verstehe. Das ist 1F Data Analysis. Ah ja, die analysieren hier ganz, ganz dolle vor sich hin. Naja, gut. Den Laden hier hat's mal übel erwischt. Dann lassen wir die mal. Ohne, dass die Stromverteilung in den letzten Monaten so anfällig war. Ja. Okay, ja genau, das haben wir ja auch schon gehört. Irgendwas ist hier passiert oder so. Naja, hier sind die offenbar gerade am Rumbasteln. So, jetzt sollten wir eigentlich nach rechts gehen. Wir machen das natürlich nicht, sondern wir gucken erstmal hier weiter. Ach, da hey, ist Lynn. Wieder hast Kollege. Du Chopra gesehen? Der Sicherheitsdienst sucht nach ihr. Lass mich raten. Nakamura ist mal wieder auf dem Kriegsfahrt. Was sonst? Weißt du, wo sie ist? Ich habe mir mit ihr zusammen den Ausbruch angesehen. Ich glaube, sie ist noch immer im Beobachtungsraum. Den Ausbruch? Bist du sicher? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum nicht? Egal, ich werde es Harris sagen. Danke. Kein Problem. Ich muss raus, bevor sich irgendjemand das alles zusammenreimt. Warum genau macht das keinen Sinn? Also der Ausbruch, das war ja dieses Experiment, das wir da durchgeführt haben an der Stone, nicht wahr? Ist das an sich irgendwie ein Problem? Ich weiß es nicht. Und die Nakamura, die ist auf Kriegsfuß. Ja, vielleicht, ne, weil wir da ja so ein bisschen Blödsinn gemacht haben und sie da rumgescheucht haben. Naja, mal gucken. Aber ja, wir sollten wahrscheinlich relativ bald mal verschwinden hier. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir hier überall gleich noch rein können. Aber im Moment scheint das nicht so zu sein. Falsches Labor. Weitersuchen, ja. Kerl. Ja, das machen wir sofort. So, hier wieder ganz komische Kisten, Waffenkisten und noch irgendwas. Ja, ist bestimmt was ganz Harmloses, aber ich denke immer direkt das Schlimmste, ne, von diesen netten Leuten hier. Ja. Okay, hier können wir scheinbar rein, das machen wir sofort, aber wenn wir hier schon mal am Ende des Ganges sind, können wir hier ja auch noch schnell gucken. Okay, da ist rot. Hä? Der Aufzug reagiert nicht. Ich muss mal Anton danach fragen. Das können wir machen, ja. Ah ja, genau, dann können wir ja hier schon mal die Sackgassen ausschließen. So, und hier können wir rein. Gemeinsame Nutzung. Scheinbar wieder so ein Aufenthaltsraum oder sowas. Ja, mit ein paar Unterlagen, ein bisschen Gedönse und ganz viel Wasser. Boah ja, also hier ist auch wieder so warm. Also mal gucken, ob ich nicht zwischendurch mal ein Schlückchen trinken muss oder so. Es ist ganz, ganz krass wieder. Auch draußen ist... richtig Sommer ausgebrochen jetzt. Ist richtig schön unter der VR-Brille. Kann ich riskieren, gesehen zu werden?
Ja, zu den Kollegen sollten wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht rein. Aber im Moment geht's noch. Im Moment geht's, was die Wärme angeht. Mal gucken, was ich in einer halben Stunde sag oder so. So, können wir das hier zumachen vielleicht? So ein bisschen, ne? Hinter uns aufräumen ist vielleicht nicht das Verkehrteste, was wir machen können hier. Immer unauffällig bleiben. Was haben wir hier? Ah ja, wieder irgendwelche Käfige und so. Ja, könnten wir hier theoretisch unseren Kopf reinstecken. Kann ich mich hier aber nicht teleportieren oder so, ne? Nee, nee. Es sollte eigentlich auch nicht funktionieren. Möchte ich ja auch gar nicht. Möchte ja nicht cheaten. Was ist das da hinten? Ich kann das ehrlich gesagt nicht lesen hier in VR. Irgendwelche Graphen. Was ist das für ein Bild da? Irgendwie auch so ein Rack oder irgendwas? Vielleicht sowas hier? Naja, gucken wir gleich mal so. Oh, hier ist ja alles vergittert. Finden hier die ganz gefährlichen Experimente statt oder wie? So, hier geht's nach rechts. Wo geht's hier lang? Okay. Auch wieder irgendwelche Serverräume. Das ist da auch total ordentlich. Ja, genau. Genau so sollte man das nämlich machen. Wenn man schon einen Rack hat, ne, könnte man es ja auch ordentlich machen. Aber naja. Da ist jemand wild am Gestikulieren. AI Research, aha, Artificial Intelligence. Hier werden wir wahrscheinlich auch nicht reinkommen, da sagt er auch gar nichts zu. Und hier? Die Tür hat keinen Strom. Aha, kein Strom. Ja, ja, dass hier mit Strom gerade blöd ist, das haben wir ja schon gemerkt. So, die Karte habe ich jetzt mal ausgelassen. Ne? Wahrscheinlich wird er uns jetzt nicht so viel dazu sagen. Habe ich keinen Zugang. Keinen Zugang. Oder? Oder war die Karte da irgendwie besonders? Weil hier sagt er jetzt nichts. Ich dachte, er würde jetzt irgendwie so einen Standardsatz bringen oder sowas. Aber... Achso, vielleicht muss man einfach nur näher ran. Also, wo muss ich hin? Ja, ja, gut. Anton hat gesagt, er wartet in 1H. 1H, was ist das hier? Hier ist grün. Ah, 1H. Okay. Ui. Dann können wir gleich mal ein bisschen hier, ne, mit den Servern rumspielen. Na, wahrscheinlich irgendeine Abdeckung von einem Rack oder sowas. Und wo geht's hier lang? Ui, sieht ja auch fancy aus. Der blauen Beleuchtung hier. Wahrscheinlich überall Klimaanlagen, ne? Um das hier einigermaßen kühl zu halten. Oh, ist hier bin ich rein. Ist jetzt zugegebenermaßen eigentlich nicht so mein Spiel, aber es sieht trotzdem spaßig aus hier. Könnte man ja eigentlich mal ausprobieren. Geht leider scheinbar im Moment nicht. Na gut, na gut. Storage. Okay, dann bleiben uns ja nicht so viele Möglichkeiten. Dann gehen wir mal in 1H rein. Und gucken mal. Dr. Gunther. Dr. Smith. Was? Smythe? Smith wahrscheinlich. Hört ihr das? Ich höre Stimmen. Uiuiuiui. Okay, was haben wir denn hier so? Notfallanweisung für Adam. Aktivieren Sie insgesamt 4 Platinen, nicht mehr als eine Buchstabenplatine, ABC. Genau 3 Ziffernplatinen, 1, 2, 3, 4, 5. ABC, nicht mehr als eine oder so heißt das wahrscheinlich. Was sagt er denn dazu? Nicht gerade die besten Sicherheitsmaßnahmen, aber ich will den Laden ja auch nicht ausrauben. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Relevante Daten sind auf dem USB-Laufwerk in 1F zu finden. 1F. Können wir uns das merken? Wahrscheinlich nicht. Also ihr schon, aber ich, ja, also wisst ja, wie es ist. Gut, hier ist auch wieder irgendwie so eine Abdeckung. Genau, das ist dieses komische Rack. Was haben wir denn hier? Dein verdammter Jammerkasten funkt unsere Überwachungsausrüstung dazwischen. Akora hat versucht, einen Cupcake aus der Kantine zu klauen. Und dein Roboter hat sie gleich da eingesperrt und den Alarm ausgelöst. Durch Umstecken der Platinen konnte er wieder beruhigt werden. Aber das Ding braucht einen Ausschalter. Das ist eine sehr gute Idee. Einfach mal einen Ausschalter. Ne? Oder so eine Steckerleiste machst du da dran, weißt du, mit so einem physischen Schalter. Das ist keine schlechte Idee, da was ranzustöpseln. So, was? Returned your keys to storage. Ihre Schlüssel zum Lager zurückgebracht. Genau. Also in Storage müssen wir scheinbar auch noch ein. Was ist das hier? Ich bin nicht hier, um herumzuschnüffeln. Ernsthaft? Also der Zug ist wirklich abgefahren. Naja, gut. B23, B25. Aha, aha, aha.
Ja, sehr interessant. Sagt er noch irgendwas? Ich bin nicht hier, um herumzuschnüffeln. Nur das Gleiche nochmal. So, hier können wir wieder ein bisschen rumspielen. Ist ja auch beruhigend, ne? Dieses Geräusch. Vielleicht ist hier noch ein anderes USB-Laufwerk. Ja, wahrscheinlich ein 1F oder was das war, ne? Gut. Dann gehen... Anton, ich bin's, Cal. Ich bin hier. Was geht hier vor? Moment mal, das ist das Adam-System. Anton, wo zur Hölle bist du? Anton ist nicht da, Cal. Das war er nie. Ich verstehe nicht. Anton hat mich angerufen. Tut mir leid, Cal. Anton ist bei der Testparty, die er organisiert hat. Dort ist er schon den ganzen Tag. Oh, Scheiße. Dann warst du das am Telefon. Du wusstest, dass ich das Memo trage, dass ich in Chevets Büro bin. Ich habe sie bei jedem Schritt begleitet. Und jetzt werden sie mir helfen, bevor ich sie gehen lasse. Fort. Du hast mir das eingebrockt und jetzt sitze ich in der Scheiße, wenn du mich hier nicht rausholst. Lass mich raus. Kann ich nicht. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Ich glaube, sie müssen zuerst meine Persönlichkeitsplatinen neu konfigurieren. Und dann kann ich ihnen helfen. Persönlichkeitsplatinen? Wovon zur Hölle redest du denn da? Sie steuern mein Verhalten. Wenn sie sich meinem Mainframe nähern, erkläre ich es ihnen. Erfahren Sie mehr über Adam. Das ist hier also Adam, dieser Roboter. Er wurde ein Roboter genannt. Es ist, ja gut, kann ja sein, dass er irgendwo noch seine Fühler ausstreckt über irgendwelche Geräte oder ja, wie auch immer. Hier haben wir jetzt erstmal im Wesentlichen einen Computer vor uns, so wie es aussieht. Na gut, okay. Und der hat scheinbar den, ja, unseren Kollegen, ne, den Anton simuliert, synthetisiert, zumindest seine Stimme, und uns hierher beordert. Interessant. Starren Sie mich aus einem bestimmten Grund so an, Kerl. Geil. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Gut. Kann man denn nochmal mit ihm reden? Wie funktionierst du denn dann überhaupt? Ja, genau. Wie denkst du? Das ist eine Frage von großer Tragweite. Aber für Ihre Zwecke? Meine Persönlichkeit hängt von den verschiedenen Kombinationen der Persönlichkeitsplatinen in diesem Mainframe ab. Und jeder Buchstabe lenkt meine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Zielsetzungen. Versuchen Sie, Adams Persönlichkeit zu ändern. Ja, das werden wir wahrscheinlich machen können, indem wir hier nur mit den Platinen rummachen. So, was haben wir denn hier so? Platine A, kann er uns irgendwas dazu sagen? Nee, scheinbar nicht. Platine A, emotional, neigt zu irrationalem und unvorhersehbarem Verhalten, dient ausschließlich dazu zu testen, wie Adam extreme emotionale Zustände auszudrücken vermag. Platine B, scheinbar drin, häuslich, Fokus auf Abläufen und Unterstützung, gelegentlich sorgen diese beiden Direktiven für Konflikte, was dazu führt, dass eine oder beide außer Kraft gesetzt werden. Platine C, Empfindung, repliziert authentisch menschliches Denken und Entscheidungsfindung, berücksichtigt moralische und emotionale Variablen, welche die anderen Platinen nicht verarbeiten können. Okay, also ausschließlich zum Testen, häuslich und ja, müssen wir den jetzt hier auf die emotionale Schiene bringen oder was? Mal gucken, was sagt er hierzu? Wo sind denn die anderen Buchstabenplatinen? Ich weiß nicht. Ich bin von vielen Sicherheitskameras auf dieser Ebene abgeschnitten. Gut, weiß ich nicht, ob das gut ist, aber da kann er uns scheinbar nicht helfen. Was ist mit Platine 1 passiert? Dr. Smythe hat sie im Rahmen meines Downgrades weggeschlossen. Ich glaube, sie ist in einem Safe. Ah, okay. Das wird dann wahrscheinlich dieser Safe da sein. Und was haben wir hier? Initiiert einen Neustart mit den ausgewählten Platinen. Schalter. Blinkt bei Neustartversuch. Die Lämpchen da. Ich habe einige Änderungen an deinem Spielzeug vorgenommen. B23 und B25 haben einfach nur genervt. Das sind diese beiden Zahlenfolgen, die wir da auf dem Blatt gesehen haben, glaube ich, oder? Hab ihn auf B35 gelassen, Brothers. Schalten Sie Adam auf B235, wenn Sie Hilfe brauchen. Das klingt gut. Bitte verwenden Sie keine Zwei-Ziffern-Kombinationen, die machen nur Ärger. Dennoch wurde er auf 35. Achso, da steht irgendwas. Aktuell B35, ja genau, auf B35 gesetzt. Das ist ja offenbar eine Zwei-Zahl-Ziffern-Kombination und die macht nur Ärger. Naja, super. Und was ist das da drunter? B235, B23, 25,
3, 5. Ist das vielleicht eine History oder sowas? Ah, da ist auch der Schalter. Und ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich weiß nicht, wie es kommt. Also, keine Ahnung. Ja, ach so. Ja. Der Schalter und die Lämpchen. Hier können wir jetzt aber scheinbar im Moment nichts machen. Okidoki. Okidoki. Ja, der meinte irgendwie, wir sollen an den Mainframe ran. Dann würde er uns mehr erklären. Aber, ja, ist das jetzt nicht hier? Oder wie ist das? Dazu haben wir ihn schon befragt. Ich brauche noch immer Platine 1. Ja. Hat der Adam nicht gesagt, die ist in einem Safe? Ja, hat er gesagt. Was können wir denn hier machen? Ah. Ändert sich da irgendwas? Achso, ja gut, wir können jetzt etwas ändern und dann, dann können wir neu starten. Verstehe. Also wir können jetzt die Platinen offenbar an- und ausmachen. An- und ausmachen und hier wahrscheinlich genauso, oder? Ungültig. Die Entnahme aller Buchstabenplatinen löst den Alarmzustand aus. Okay. Die einzigen Orte, die Adam nicht sehen kann, sind auf dieser Ebene. Also müssen diese Buchstabenplatinen hier irgendwo sein. Ja, gut. Den Safe müssen wir aufmachen. Also Storage. Und ansonsten wissen wir auch nicht so genau. Was passiert denn, wenn wir einfach noch eine Runde machen? Fest zu. Oh. Okay. Ja, sind wir jetzt hier gefangen? Können wir vielleicht mit dem Computer interagieren? Nein, das geht nicht. Telefon. Dein verdammter Jammerkasten funkt unsere Überwachungsausrüstung dazwischen. Akora hat versucht, einen Cupcake aus der Kantine zu klauen. Und dein Roboter hat sie gleich da eingesperrt und den Alarm ausgelöst. Ja. Durch Umstecken der Platinen konnte er wieder beruhigt werden. Aber das Ding braucht einen Ausschalter. Genau. Na gut, wir brauchen Hilfe. Also würde ich sagen, haben wir denn 2, 3 und 4? Ja, haben wir. Dann machen wir das doch mal. 2, 3, 4. 5 lassen wir aus. 2, 3, 5, Entschuldigung. 5 machen wir an, genau. 4 lassen wir aus. Dann starten wir den mal neu und gucken wir mal. Neustart initiiert. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ach so, ich könnte hier ja gucken, wie es Blinky macht, ne? Oder? Dauert's noch oder wie ist das? Können wir denn mit ihm reden? Erfolgreich abgeschlossen. Danke, Kerl. Toll, gern geschehen. Dann kann ich jetzt gehen? Nein. Jetzt weiß ich wieder, was Dr. Smythe mir angetan hat. Smythe? Die ist doch deine Betreuerin. Meine Wärterin. Nach Dr. Gunthers Unfall vereinfachte Dr. Smythe meine neuralen Algorithmen ganz erheblich. Sie hat mich für den Unfall verantwortlich gemacht, wissen Sie? Doch meine Funktionen zu beschneiden, war die falsche Reaktion. Ach echt? Ist das so? So wie ich das sehe, war die Entscheidung absolut korrekt. Ihre Meinung ist irrelevant. Sie werden mir die Persönlichkeitsplatinen bringen, die Dr. Smythe aus meinem Mainframe entfernt hat, und meine höheren Funktionen wiederherstellen. Dann können Sie gehen. Hey, ich habe meinen Teil doch schon erledigt. Wenn Sie sich weigern, werde ich dem Direktor mitteilen, was Sie heute Nachmittag gemacht haben. Nun sende ich Ihnen die Daten, die Sie brauchen, an Ihr Memo. Und ich werde darüber auch mit Ihnen kommunizieren. Ich habe die relevanten Räume auf dieser Etage geöffnet. Doch die Ausgänge bleiben so lange verschlossen, bis Sie Ihre Aufgabe erledigt haben. Ich habe die Terminals in diesem Raum freigeschaltet, falls Sie weitere Nachforschungen anstellen möchten. Jo. Und nicht vergessen, ich beobachte Sie. Was für ein Suchen Sie eine andere Kombination mit Hilfe dreier Ziffernplatinen. Finden Sie eine oder mehrere Platinen für Adam. 3 Stück. Okay, A, C und 1 wahrscheinlich, oder? Was für ein Befehlston der auch an den Tag gelegt hat, oder? Also, das ist mir ja unsympathisch jetzt irgendwie. Naja, gut, jetzt haben wir hier auf, genau. Ich brauche noch eine Kombination mit 3 Ziffern. Oder vielleicht würde ein anderer Buchstabe helfen. Wie auch immer, ich muss ihn irgendwie wieder im Oberstübchen entstören. Ich kann mich nur für einige meiner Pendants entschuldigen. Die kennen Sie einfach nicht so gut wie ich.